Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um die Normalform und ich habe euch mal vier Graphen mitgebracht. Klar, man erkennt sofort Normalform, das scheint anscheinend bei einer linearen Funktion wieder was Lineares zu sein. Ich habe auch gleich mal vier Funktionsgleichungen mitgebracht, aber wir wissen noch nicht, welche Funktionsgleichung zu welchen Graphen gehört. Eine sollte man zumindest von der letzten Stunde her kennen. Das ist nämlich die g1 von y ist gleich 3x. Das ist nämlich die Form, die wir kennen von der Ursprungsgeraden. Das heißt, der schwarze Graph gehört zu g1 y gleich 3x. Warum? Weil eben dahinter nichts mehr kommt. Und bei allen anderen dreien kommt was dahinter. Und wie ordnen wir denn jetzt zu? Es liegt tatsächlich an dem, was dahinter kommt. Plus 2, plus 6, minus 4. Das kann man tatsächlich im Graphen erkennen, dass es damit etwas zu tun hat. Das ist jetzt eure Aufgabe. Ihr müsst nur nichts abschreiben, aber macht euch mal eine Minute lang Gedanken. Welche Geradengleichung, welche Funktionsgleichung gehört zu welchem Graphen? Dazu drückt ihr jetzt auf Pause und dann geht's gleich weiter. Jetzt auf Pause drücken, kurz überlegen. Weiter geht's in 3, 2, 1, jetzt. Ja, das mit dem Graphen, das war natürlich mit dem plus 2, plus 6, minus 4, waren jeweils die Punkte, wo die Graphen durch die Y-Achse durchgehen. Also der lilane Graph, das ist quasi der hier, G3, weil da ist der Achsenabschnitt 6, also auch hier 6. Der rote ist der da, weil es hier beim Y-Achse durch den Zweier geht. Und hier geht es bei der Y-Achse durch die minus 4, also ist es das auch da hinten. Das ist unser T. T ist der Y-Achsenabschnitt und das ist das, was hier hinten ergänzt wird. Also im Normalfall plus, dann wird das Ganze nach oben verschoben. Wenn es ein Minus hat, dann ist klar, wird es nach unten verschoben. Normalform heißt Y ist gleich mx plus T. Wir kennen das von der Ursprungsgeraden bis hierher. Normalform heißt jetzt, dass das T noch dazu kommt, also ein Achsenabschnitt. Das gilt übrigens nur, wenn es nach Y aufgelöst ist. Also wenn quasi x ist gleich dran steht oder so irgendwas, dann rede ich noch nicht von einer Normalform. Dann muss ich erst nach Y auflösen, so dass es so dran steht. Weil dann kann ich direkt ablesen. Hier ist das T gleich 0. Steigung ist übrigens 3, aber das wissen wir schon seit letztem Mal. Hier ist T gleich 2. Hier ist das T gleich 6. Und hier ist das T gleich minus 4. Das heißt, die Geraden werden nur verschoben, wenn man das von dem hier annimmt. Plus 2 nach oben, dann plus 6 nach oben oder minus 4 nach unten. Die Steigungen waren hier überall gleich. Wissen wir ja auch noch, das müssen wir als Bruch schreiben. Das können wir hier mit 3 Eintel. Und damit geht es um 1 nach rechts und 3 nach oben. Das können wir dann daraus ablesen. Ihr sollt das Ganze jetzt natürlich in euer Heft übertragen. Die Schwierigkeit wird sein, wie zeichne ich das mit dem Achsenabschnitt? Bei der Ursprungsgeraden war es klar. Das habe ich euch jetzt eigentlich schon verraten, wie das funktioniert. Ihr sollt jetzt auf Pause drücken und einfach mal versuchen, von der grünen Funktion, also von grünen Geradengleichung, sollt ihr mal versuchen, die Funktion zu zeichnen. Danach lösen wir es auf. Jetzt auf Pause drücken. Und jetzt geht es weiter in 3, 2, 1, 0. Wie zeichnet man das Ganze? Ja, relativ einfach. Man geht einfach an den Achsenabschnitt und nimmt den ersten Punkt. Und wenn man diesen ersten Punkt hat, dann ist es zum zweiten Punkt nicht mehr schwer, weil wir die Steigung noch nicht verarbeitet haben. Eins nach rechts, drei nach oben und schon bin ich beim zweiten Punkt. Und wir wissen das aus der 5. Klasse, wir brauchen zwei Punkte, um eine Gerade zu zeichnen. Die verbinden wir miteinander und dann haben wir es. Alle anderen, da klappt es genauso. Nur nehmen wir da nicht als Startwert das minus 4, sondern als Startwert halt 2, 6. Und bei der Ursprungsgeraden ist klar, da nehmen wir den Startwert 0, 0. Also, was haben wir gelernt? Wir wissen, was eine Normalform ist, nach y aufgelöst. Wir wissen, was dazu kam zur Normalform, nämlich der Achsenabschnitt, der y-Achsenabschnitt t. Und das ist der Unterschied zur Ursprungsgeraden. Das bitte jetzt ins Heft übernehmen.